Schönen guten Morgen. Hallihallo. Ja. Halunken. Halunken. Es ist was Schönes passiert. Wir haben nämlich heute Verstärkung. Ich guck mal, ob das klappt. Sieht man das da? Ja, man sieht den Florian da hinten. Hallo. Das ist unser Kamerakind Florian. Nein, das ist unser Techniker und in Worten auch Auszubildender der Online-Redaktion. Wir freuen uns, dass er hier ist und uns verstärkt. Da muss ich nicht immer hier noch an dem Rechner rumfummeln und Moritz schimpft demnächst immer mit Florian und nicht mit mir. Ich schimpfe ja mit niemandem. Nein, nie. Ich habe ja noch nie mit irgendjemandem geschimpft. Niemals! So, also herzlich willkommen zur Frühschicht. Eine neue Woche in der Vorweihnachtszeit. Und richtig. Weihnachten ist auch ein total gutes Thema. Nicht für das erste Thema, was du gleich erzählen wirst, aber sonst ist es eine sehr weihnachtliche Sendung. Richtig. Moritz, was ist das nicht weihnachtliche Thema? Ich glaube, das ist fast das Einzige, was heute nicht weihnachtlich ist. Ich glaube, nee, wir haben zwei Sachen, die nicht weihnachtlich sind. Drei Sachen, aber kommen wir peu à peu. Das erste Thema, auf das wir euch aufmerksam machen wollen, ist der Open Lab Day im Fab Lab. Wenn man das 10-mal ganz schnell hintereinander sagt. Open Lab Day, Fab Lab. Open Lab Day im Fab Lab. Ja, Moritz, was ist denn das Fab Lab? Ja, Jens, was kann ich dir erzählen? Entschuldigung, dass ich die Bälle nicht zu. Nein, das macht nichts. Ja, ich dachte, du erzählst. Macht ja nichts. Was ist denn das Fab Lab? Was ist das Fab Lab? Das Fab Lab ist eine ganz neue Sache hier in Münster. Fab Lab steht für Fabrikationslabor. Da gibt es auch einen englischen Ausdruck, den sage ich jetzt aber nicht. Sag nochmal bitte. Wie heißt Fabrication das? Laboratory. Ja, war doch gar nicht so schwer. Ja, ich kann aber, ich mag mich nicht gern Englisch hören. Egal, im Fab Lab könnt ihr als FH-Studierende unter anderem und andere Leute Maschinen nutzen, die ihr vielleicht sonst nicht zu Hause habt. Da steht ein 3D-Drucker rum, da gibt es eine CNC-Fräse. Was ist denn eine CNC-Fräse? Eine CNC-Fräse, der könnt ihr sagen, dass sie irgendetwas aus einem Stück Metall oder Holz ausfräsen soll und dann saust sie da drüber und fräst das aus. Und das könnt ihr alles nutzen im Fab Lab. So. Ja. Und wer sich das gerne mal anschauen möchte, was es da für Möglichkeiten gibt, der geht morgen am 5. Dezember in der Zeit zwischen 15 und 19 Uhr mal am Hafenweg 16 vorbei und schaut sich das Fab Lab an. Ja, ja, man kann aber nicht einfach nur vorbeigehen, man muss sich heute anmelden. Stimmt, man muss sich anmelden. Ja? Ihr müsst euch heute das anmelden. Das ist ganz wichtig, wenn ihr dahin wollt. Richtig. Ihr müsst euch anmelden und das geht nur noch heute. Richtig. Link in den Kommentar. Ja. So, jetzt grüßen wir erstmal jemanden. Trifon DKMS. Einen wunderschönen guten Morgen. Den wünschen wir euch auch. Wünschen wir auch. Und Lennart Schwag. Lennart Schwag. Moinsen. Lennart, unseren Bestmann. Schön, dass du dabei bist. Ja, freuen wir uns. Gut, machen wir weiter. Das nächste Thema ist auch nicht weihnachtlich. Du hast recht, es gibt mehrere nicht weihnachtliche Themen. Es geht dann nämlich. Haben wir sogar noch mehr. Wir haben noch mehr. Es geht nämlich um FH-Klamotten. Genau. Wenn ihr ein FH-Hoodie, eine FH-Tasse, einen Turnbeutel oder ähnliches kaufen wollt und das nicht im Internet machen wollt, richtig, dann habt ihr morgen, nein, nicht morgen, sondern übermorgen, Mittwoch, die Möglichkeit im FAZ, im Café, wie heißt das nochmal, Bistro? Denkpause. Denkpause. Da könnt ihr euch all die Klamotten angucken und auch käuflich erwerben. Und zwar zwischen 9 und 14 Uhr. So. Geht da mal hin, schaut euch die Sachen an. Die sind richtig gut. Ich war positiv überrascht von den ganzen Sachen. Das stimmt. Als ich meinen FH-Hoodie in der Hand hielt. Die Pullis haben wir hier mal gezeigt. Wollte ich direkt mit ihm eine engere Beziehung eingehen. Das war sehr schön. Objektophilie. Nächste Woche vielleicht ein Thema hier in der Frühschicht. Richtig. Wichtiger Tipp noch, wenn ihr tatsächlich Sachen kaufen wollt, steht früh auf und lauft schnell hin. Denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Genau, es gibt nur eine begrenzte Anzahl. Aber die Sachen gibt es natürlich immer noch weiterhin im Internet, im FH-Shop. Genau. Falls ihr keine Zeit habt am Mittwoch, guckt da einfach mal im Internet. Genau. Wir verlinken das auch, wie immer, in vielleicht den Kommentaren. Schafft ihr es ja auch nicht zum FH-Shop-Stand, weil ihr euch festgefressen habt im FAZ. Da findet nämlich am Mittwoch eine Stollenverkaufsaktion statt. Und zwar ist der Hintergrund, eine Bande von Studierenden des Fachbereichs Ökotrophologie Facility Management hat sich zusammengetan und hat wie wild Stollen gebacken. An der Zahl 250 Stück haben die durch den Ofen gejagt und verkaufen die jetzt am Mittwoch. Und zwar im FAZ und in der Achtbar am Leonardo Campus. Der Hintergrund, die Zutaten für die Stollen wurden gespendet von verschiedenen Unternehmen. Die haben die Stollen daraus gebacken, verkaufen die jetzt und alles, was da an Geld reinkommt, geht dann an die Welthungerhilfe als Spende. Also wenn ihr euch da einen Stollen zieht, dann ist das für einen sehr guten Zweck. Was kostet der? Ein Stollen kostet 10 Euro,
Klingt viel, ist aber auch tatsächlich sehr lecker. Ich durfte schon probieren. Und ihr könnt aber auch einzelne Stücke kaufen. Wenn ihr einfach nur vorbeigeht und sagt, boah, jetzt habe ich hier so einen Kakao. Da fehlt noch ein schönes Stück Stollen. Noch ein Stück Stollen bei. Dann geht da noch vorbei und kauft euch ein Stück Stollen. Aber es ist auch natürlich ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ne? Also Omas und Opas mögen ja gerne mal so ein Stück Stollen. Und da lohnt sich vielleicht auch schon mal 10 Euro, die man dann in die Familie investiert. Ne? Ja. Und eben in die Welthungerhilfe. Richtig. Für den guten Zweck. Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Weiter? Ja, gerne. Sehr gut. Es wird weiter weihnachtlich bleiben. Und es ist so schön. Es ist so schön. Es gibt die Winterzauberparty am Mittwoch im Fachbereich, in der Fachschaft Sozialwesen, um 18 Uhr hier in der Hüffer Stiftung. Und es gibt sogar Live-Musik da. Und zwar nicht uns. Wir haben Flöte und Melodika zu Hause gelassen. Dafür darf, wie heißt die Band? Affecting the Fall spielen. Affecting the Fall. Affecting the Fall. Affecting the Fall. Genau. Geht da mal hin, das lohnt sich auf jeden Fall. Genau, wir haben einen weiteren Kommentar. Wir haben einen Kommentar von Uwe Essmann. Das ist praktisch, dass er, oder lustig, dass er so heißt. Gruß aus Norwegen, sagt er. Schickt mir mal einen Stollen hoch, damit die Erasmus-Studenten auch was haben. Wir geben das weiter. Vielleicht lässt sich das ja einrichten. Vielleicht lässt sich da was einrichten. Norwegen. Wo bist du denn genau in Norwegen? Schreib mal. Genau. Und sonst studierst du in der FH oder was? Ja. Gib mal Infos. Gib mal Infos. Wir brauchen immer Themen für Ausland-Stories. FH-Stories. FH-Stories. Gut, also. Da könnte man jetzt eine super Überleitung machen, aber die Story machen wir nachher. Machen wir erst nachher. Genau, jetzt nochmal weitere weihnachtliche Aktion, nämlich eine Waffelaktion. Die ist am 7. Dezember, nicht am 6. Dezember, ganz wichtig. Der Fachschaftsrat der Bauingenieure verkauft da Punsch-Kakao-Waffeln im zweiten Obergeschoss des FAZ. Falls ihr vom 6. Dezember noch nicht genug Stollen-Intos habt oder irgendwelche anderen weihnachtlichen Sachen, dann könnt ihr am 7. nochmal da nachlegen. Schön den Wamst vollschlagen. Genau. So, muss man jetzt auch aufpassen, ne, wenn es auf Weihnachten zugeht. Mit dem Wamst? Ja. Hast du da Probleme? Wamst. Heißt es Wamst vollschlagen oder Wamst? Ich glaube, Wamst ist noch was anderes. Das Wamst ist ein Kleidungsstück, glaube ich. Ne? Der Wamst ist so die Pocke. Ich habe da keine Probleme mit. Nee. Ich habe immer erst nachher Probleme. Deshalb sieht man auch immer nur hier den Oberkörper. Ja, weil ich meine Pocke schön unter dem Tisch verstecke. Ja. So. So, was haben wir denn als nächstes? Story natürlich. Story. Mittwoch ist Storytime. Mittwoch ist das Storytime. Ich mache das weiter. Ja, mach das weiter. Ich mache das weiter. Wir haben uns vorher darüber unterhalten, ob wir dieses Zeichen, diesen Hashtag, denn immer so in die Kamera halten müssen. Und ich finde, nein. Ich finde doch. Und deshalb mache ich das. Ja. Ja. Haben wir beide, was wir wollen. Ist doch super. Story am Mittwoch. Ist auch wieder Mittwoch. Ja. Alles am Mittwoch. Nee, nicht alles. Ja, nicht alles, aber vieles. Ja. So, worum geht's? Dorothee. Dorothee ist Designerin, beziehungsweise gewesen hier im Fachbereich Design. Hat sie studiert, hat ihren Abschluss gemacht und hatte als Projekt, als ihre Abschlussarbeit, hat sie ein Kommunikationsspiel entwickelt. Das heißt, ja, ich will... Und was willst du? Was willst du? So, was willst du denn? Es geht um Folgendes. Das Spiel richtet sich an Paare, die vorhaben zu heiraten. Aha. Und vor dem möglichen Chaos ihrer Hochzeitsplanung stehen. Das Spiel soll dabei helfen, so ein bisschen drüber ins Gespräch zu kommen, was die einzelnen Ehepartner in Spee denn eigentlich wollen und erwarten von ihrer Hochzeit. Und dafür hat sie so ein Kartenspiel entwickelt. Wie genau das funktioniert, nehmen wir hier nicht vorweg. Sonst liest das keiner mehr am Mittwoch. Deshalb Mittwoch schön reinklicken, denn Mittwoch ist... Das klingt sehr spannend. Storytag. Ich ignoriere das jetzt weiter. Das klingt eher so, als ob die gute Frau Psychologie studiert hätte. Weil Kommunikation ist ja in Beziehungen doch ein großes Thema. Ja, sie ist aber auch... Also das kann man vielleicht schon verraten. Vor 3 Jahren hat sie selbst geheiratet. Also sie spricht da bestimmt auch aus Erfahrung. Mhm. Weiß nicht, vielleicht gab es da... Mord und Totschlag zu Hause, hat sie gesagt, das, nee, ich mach lieber mal so ein Kartenspiel. Das will ich euch ersparen, dass die Leute das nicht so haben. Hm. Ja. Könnte sein. Gut, ja. Kommunikation ist ein schöner Übergang für das nächste Thema. Guido Ritter kommuniziert viel. Ja. Und zwar gerne nach außen. Nämlich war der beim TEDx. Was vielleicht hat er da gemacht? Sagen wir kurz für diejenigen, die ihn nicht kennen. Guido Ritter ist Professor bei uns am Fachbereich Ökotrophologie. Jemand kennt Guido Ritter Management. Nicht. Der war jeder kennt Ahnung, Guido Ritter. Ist oft mal bei Stern TV und isst Konserven, die schon seit 15 Jahren abgelaufen sind, etc. Nein. Beziehungsweise doch, das macht er, darum geht es diesmal nicht. Er beschäftigt sich nämlich auch mit einem sehr spannenden Thema, das da ist. Insektenfutter.
Nicht Insektenfutter, sondern Insekten als Futter. Futtern. Futtern. Ach so, Futtern. Ich habe Futtern wie beim Muttern. Nein, tut mir leid, meine Ohren sind auch nicht mehr die jüngsten. Ja. So, Insekten essen. Darum geht es im Vortrag, den er im Rahmen der TEDx-Talks in Münster gehalten hat. Das kann man sich jetzt auf YouTube als Video anschauen. Das verlinken wir euch. Das verlinken wir, genau. Das wollten wir euch mal mitnehmen. Spannendes Thema. Ja. Könnt ihr schön mal schauen, ob wir demnächst... Erzählt er auch was über Weihnachtskekse aus dem Kakerlaken essen. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Mein Gott. Ich habe es selbst auch noch gar nicht gesehen. Ja, okay. Nur angeteasert so. Aber es ist ein wirklich spannendes Thema. Der macht da viele interessante Sachen zu. Maikäfersuppe und sowas. Aber ich glaube, das gab es schon vor 60 Jahren. Maikäfersuppe. Ja, es gab schon ganz lange, weil man früher immer so Insektenplagen hatte, dann hat man die Maikäfer einfach in eine Suppe getan. Lecker Proteine! Ja, so, zum Schluss wollen wir mal Uwe Essmann fragen. Harald Schlemmer ist auch wieder mit dabei. Ja, Harald Schlemmer. Hallo Harald! Ari! Also, Uwe Essmann hat leider nicht geantwortet, was er denn in Norwegen macht. Dann wird das wahrscheinlich auch nichts mit dem Stollen. Schick mal ein Schneefoto, da oben ist doch bestimmt jetzt schon Schnee. Oh, ein Schneefoto. Genau. Schnee ist hier ja schon wieder weg. Leider. Ja. Leider. So, sind wir durch? Sind wir durch. Ja. Alles abgehakt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Überfuttert euch nicht. Ja, kommt gut durch die stressige Vorweihnachtszeit. Ja. Die auch nächste Woche noch. Oh, wir können einen Ausblick machen. Nächste Woche. Woche Zauberei gibt's da. Hauen wir hier richtig einen raus. Ja. Aber nicht hier, sondern wir fahren nach Steinfurt. Klassenfahrt. Ja, fährt der Florian eigentlich auch mit? Weiß nicht, müssen wir noch klären. Müssen wir noch in der Reisenkostenanstelle da irgendwie klären. Nein, müssen wir mal gucken. Wir machen ein super Weihnachtsspezial nächste Woche. Es wird explosiv, mehr wollen wir nicht verraten. Eingeschaltet, mitgemacht. Ja. Heißt es dann. Genau. So. Ihr Uwe hat sich noch gemeldet. Hey, ich hab doch geantwortet. Hast du? Warte. Gucken wir weiter oben. Nee, da nicht. Nee, ich sehe hier noch nichts. Wir schauen mal, wo das abgeblieben ist, Uwe. Genau. Kriegen wir hin. Alles klar. So. Das war's. Macht's gut. Tschüss.